Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Lego-Adventskalender und zwar den günstigsten. Das ist der Lego City Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender hat mein Freund auch wieder für mich zusammengebaut, denn mein Freund ist ein Lego-Bauer. Ich bin eigentlich beautymäßig unterwegs hier bei YouTube und liebe es, Adventskalender auszupacken. So konnten wir das Ganze einfach mal vereinen. Und ja, er hat mir den im Vorfeld zusammengebaut, weil an der Seite kann man das wohl irgendwie rausziehen und er hat das irgendwie und das war total super. Und so kann ich die Kläppchen öffnen und die Produkte zeigen und er hatte den Bauspaß. Ist doch klasse und allein für meinen Freund gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Das ist der günstigste von den Lego-Adventskalendern. Es gibt, glaube ich, insgesamt 5 und der kostet 19,99 €. Das ist er und ja, jedes Jahr kriegen wir Lego City Adventskalender, ne? Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Wie jedes Jahr haben wir auch tatsächlich hier so ein viel zu runterklappen, dass man da auch so eine Spielfläche hat. Das hier ist jetzt so eine, ja nicht, also das ist wie so eine Eisenbahnstrecke quasi gemacht. Ja, und es fängt auch quasi schon an mit so einer Bimmelbahn. In der Nummer 1 haben wir so ein Waggon, ist es ja eigentlich, ne? In der 2 haben wir so eine Art Waschstraße, ne, so schaut es aus. Und hier an der Seite ist halt auch richtig so eine Bürste. Deswegen hätte ich das jetzt einfach mal als Waschstraße oder Waschstraßeneingang interpretiert. In der Nummer 3 haben wir eine Laterne oder einen Briefkasten. Weiß ich noch nicht genau. So schaut es auf jeden Fall aus und das ist halt einfach so zum Hinstellen. Jo. Da ist ein Brief dran. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, irgendwas mit Briefkasten hat das zu tun. Keine Ahnung. Die Nummer 4 scheint irgendwie ein Krankenwagenfahrzeug oder sowas zu sein, weil sie halt Blaulicht oben drauf hat. Aber was das hier sein soll, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Schaut so aus. Keine Ahnung. Was ist das? Soll das der Dust sein, der hinten so rauskommt? Also der Nebel quasi? Dieser Herr in der Nummer 5 nennt sich wohl Sam Grizzled. Ich muss gestehen, dass ich ja nicht irgendwie die Serie oder so gucke. Ich glaube, da gibt es irgendwie eine Serie, wo auch die Menschen so drin vorkommen, ne? Ja, Sam Grizzled halt. Das ist ein Polizeimitarbeiter scheinbar, denn der hat eine Polizeimarke. Hinten steht auch Police drauf. Er hat kein Wendegesicht, aber er hat einen Bart, er hat Kufen unter den Füßen und er spielt scheinbar gerade Hockey. In der Nummer 6 haben wir scheinbar das Fahrzeug von Sam Grizzled. Sieht mir nämlich nach einem Polizeifahrzeug aus. Ich finde es übrigens schade, dass die Räder sich nicht drehen. Also dass es wirklich so einfach nur so runde Viecher sind, aber nicht etwas, womit man so durch die Gegend fahren kann. Ne? Schade. Und ich weiß nicht, was das hier hinten sein soll. Vielleicht ein Abschleppseil oder so? Vielleicht gehört da irgendwas dran. Kann man das irgendwie zusammen machen? Ne, das kannst du nirgendwo dran machen. Kann man das? Kannst du auch nicht verbinden. Ne, schade. Diese junge Lady in der Nummer 7 hat nicht nur auch hier ihren Hockeyschläger am Start und die Kufen unter den Füßen und eine wunderschöne Frisur, sondern die junge Lady hat auch noch ein Wendegesicht. Und wenn man es dreht, sieht man, dass sie doch wohl irgendwie eine kleine Bankräuberin sein möchte. Die Betty, wer kennt sie nicht? In der Nummer 8 haben wir den obligatorischen Tannenbaum drin, den wir genauso wie Weihnachtsgeschenke auch immer in dem Lego-Adventskalender drin haben. Die Nummer 9 ist mit ein bisschen mehr Spielspaß unterwegs, denn diese Räder drehen sich auch wirklich. Yay, da freue ich mich drüber. Das finde ich wirklich gut. Ja, ansonsten ist es halt einfach so ein Fahrzeug, vielleicht so eine Art Schneefahrzeug oder eine Schneeraupe. Ja, ne? Es ist ein Schneefahrzeug, ja. Und es hat so Räder. Yay! In der Nummer 10 haben wir ein Krankenhaus, glaube ich, denn da ist halt so ein Kreuz. Ist das ein Krankenhaus? Ich würde jetzt sagen, das ist ein Krankenhaus. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Auch die Nummer 11 hat so ein bisschen Spielspaß. Ja gut, man kann es drehen, weil es relativ locker drauf sitzt. Das ist wohl ein Flugzeug, wahrscheinlich ein Rettungsflugzeug. Schaut so aus. In der Halbzeit der Nummer 12 haben wir auch den obligatorischen Schneemann mit drin. Und den finde ich dieses Jahr richtig süß gestaltet. Das finde ich cool. Der sieht echt so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Elvis?
Es ist echt ein fancy, fancy Schneemann. In der 13 haben wir mal wieder so einen Gabentisch. Den gibt es auch immer mal wieder mit dabei. Mit einer Kerze und irgendwie einem coolen Nachtisch. Oh, jetzt kriege ich Hunger, ne? Es ist vielleicht Schwarzwälder Kirschtorte oder so. Richtig cool. Auf so einem Tischchen. Jo, mit einem Glas dabei und einem Keks. Läuft. In der 14 haben wir eine weitere Figur drin und dieser Mensch nennt sich Bob. Bob ist wohl ein Feuerwehrmann, denn er sieht so aus, er hat einen roten Helm auf und er hat ein Beil, um überall reinzukommen. Und eine Uniform trägt er auch, das ist definitiv ein Feuerwehrmann. Er hat auch leider kein Wendegesicht. Das hier ist jetzt die Feuerwehrstation in der Nummer 15 mit Hubschrauberlandeplatz und Aussichtsturm und so, ne? Also das erinnert mich auch so ein bisschen an alte Zeiten damals. Mein Papa ist auch ehrenamtlicher Feuerwehrmann gewesen. Und da war man natürlich auch als Kind öfters mal auf der Feuerwache mit dabei. Und das war immer ziemlich cool. Und ja, ne? Das wäre auf jeden Fall vielleicht der Feuerwehrmann etwas, was ich meinem Papa dann auch schenken werde. In der Nummer 16 haben wir ein Vorderteil und einen Anhänger. Und ich weiß nicht, ob das halt auch so eine Art Schneepflug ist oder ob das ein Müllwagen sein soll. Orange steht für mich ja eigentlich immer eher für Müllwagen. Und ja, aber vielleicht soll das auch ein Schneepflug sein. Ich weiß nicht. Das ist halt ein LKW hier vorne. Und hier hinten, keine Ahnung, eine Ladefläche. Aber was ist da drauf? Keine Ahnung. Ja, ist natürlich dadurch, dass man es hier einhaken kann, schön beweglich. Aber leider sind die Räder nicht beweglich. In der 17 haben wir die nächste Figur drin. Dieser Mensch nennt sich Tophead Tom. Steht auf dem Adventskalender, hat kein Wendegesicht. Und er hat eine Mütze auf, einen Schal und hält eine Zeitung oder so in seiner Hand. Keine Ahnung, was steht denn da drauf? Irgendwas hat, irgendeine To-Do-Liste oder sowas hat er abgehakt. Jo, auf jeden Fall eine weihnachtliche Figur. Die Nummer 18. Das hatte mein Freund mir schon vor die Nase gehalten und mich gefragt, ob ich wüsste, was das ist. Er wüsste es selber auch nicht. Jetzt könnt ihr mal in den Kommentaren spekulieren. Zum einen ist dieses kleine Ding hier drin enthalten, was aussieht meiner Meinung nach wie eine kleine Eisenbahn oder so, wie eine Spielzeugeisenbahn. Und das hier, da ist eine Ente drauf, ein Pinsel ist da drin, ein Beil. Vielleicht ist das so eine Art Kaminbesteck oder so und dann die Weihnachtsgans oder so. Aber irgendwie wäre das ganz schön makaber, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde dieses Entchen ziemlich niedlich. Aber Weihnachtsgans würde halt schon irgendwie passen, ne? Keine Ahnung. Zusammenstecken kann man es auch nicht. Keine Ahnung. Das ist die Nummer 19. Das ist irgendwie so ein Zug. Vielleicht gehört irgendeiner von den Figuren mit dabei, denn da war tatsächlich auch noch so ein kleiner Cupcake-Kackhaufen mit dabei. Ich habe keine Ahnung, was soll das machen? Zieht das Ding vielleicht die Kackhaufen an oder so? Und mit der Schippe kann man das wegmachen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Sehr, sehr merkwürdig. Und Orange steht für mich halt auch schon wieder für Müllwagen, ne? Und das ist, glaube ich, die Lady, die zu diesen Fahrzeugen gehört. Das ist Shirley Keeper. Shirley Keeper steht drauf, dass die Dame so heißt. Hat eine Flasche in der Hand, die sie gerade wahrscheinlich aufgesammelt hat. Und sie hat auch einen Besen in der Hand. Sie hat ein ziemlich cooles Gesicht, finde ich. Und eine außergewöhnliche Frisur. So ein bisschen Angie-Gedächtnis-Style. Ja, sie hat kein Wendegesicht und ja, ne? Ist halt so ein Longbob. Die Nummer 21 ist ein Kamin. Kann man den irgendwie aufklappen oder ist der einfach so? Nö, der ist einfach so. Okay, ja, das ist ein Kamin. Ja. Wo ein Kranz dran hängt oder so. Spektakulär. Die Nummer 22 ist so eine Tschut-Tschut-Bahn. Kann man da was dranhängen? Vielleicht kommt das noch, ich weiß nicht. Weil sie hat hier hinten auch so eine Öse, dass man da was reinhängen könnte. Und was ich an dieser Tschut-Tschut-Bahn am besten finde, ist, dass sie fährt. Yay! Finde ich klasse. Genau, und von vorne hat sie sogar ein Licht. Und einen kleinen Mini-Schornstein. Und in der 23 haben wir dann auch den passenden Anhänger dafür. Das heißt, die Tschut-Tschut-Bahn bringt uns die Weihnachtsgeschenke. Das ist cool. Die hat auch Räder. Das feiere ich hart. Und die passt halt auch, ja, genau auf die Schienen hier drauf. Tschut-Tschut! Bringt euch in Sicherheit, ich komme mit den Geschenken. Die Kurven kann ich nicht so eng nehmen und ich muss ausweichen und ja.
Ich tue es zur Seite. 24, Heiligabend. Da haben wir ihn wieder, ne? Den obligatorischen Santa Claus, den Weihnachtsmann. Und der hat ein Megafon dabei diesmal. Das finde ich krass. Und einen Keks. Das finde ich ziemlich süß. Schaut so aus und ist, ja, ein klassischer Weihnachtsmann mit einer klassischen Weihnachtsmütze und einem klassischen Weihnachtsbart und einer Brille. Und hinten hat er noch eine Zuckerstange in der Tasche stecken. Das finde ich sehr cool. Hat er ein Wendegesicht? Nein. Schade. Ja, hätte sein können, ne? Kriege ich die Mütze jetzt irgendwie wieder drauf? Ja. Nein. Oh. Muss aber auf jeden Fall in der 24 immer drin sein, oder? Ihr Lieben, das war jetzt der Lego City Adventskalender. Kostet ja 19,99 €. Ich kann euch natürlich jetzt nicht runterrechnen, was der wert ist, ne? Aber ich finde, dass er schon einen schönen Spielspaß hat, weil da ein paar bewegliche Fahrzeuge mit drin sind. Und wir haben hier auch ordentlich viele Figuren mit dabei. Leider nicht so wirklich viele Wendegesichter. Aber ich glaube, dass man da auf jeden Fall einem Grundschulkind eine Freude machen kann. Ja, definitiv, ne? Ist schon eine ganz schöne Geschichte. Und ja, das war es jetzt auch hier von mir mit meinem Video. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!